Moin zusammen, wir sind's wieder, der Michi und der Harm. Und wir sind wieder unterwegs auf Timbergold Trails. Ha, ich muss immer noch ablesen. Ey, der antwortet sogar. Aber wie? Fatzi, Fatzi. Hund, mach mal Pleib. Apropos Hund, ich glaube, meiner liegt da hinten noch. Ups, das hab ich vergessen. Ja, dann hört man die Schritte immer. Ja, richtig. Ja, ich glaube, wir sind hier dann ganz gut, ne? Ja. Das wird dann ja so oder so deiner. Ja. Ich habe einen Grizzlyer gehabt. Hier, da kommt deiner Ange. Moin. Na, sind wir auch schon da. So. Komm zu Onkel Harm. Gucken, ob der Fernseher schon was sieht. Und bring vernünftiges Gehör mit, nicht sowas wie vorhin. Wie, nee, nicht wie vorhin, wie vor 8 Tagen. So. ja, genau, stimmt. Welche 100 lass mal. Ja. Wollte dann aber gerade umgehen, habe ich gesehen. Aber auch nur gesehen, nicht gehört. Jetzt schon wieder. Ah ne, der hat noch 200%. Oder ist im Riech? Der ist noch nicht müde. Oder er hat einen Bug. Guck ihn aus. Bugs, kennst du noch die Bugs? In welchem Science-Fiction-Film war das? Ja, ja, klar. Das war doch hier wie... Oh, fällt mir jetzt nicht ein. Der erste, super. Ja, der erste Teil war gut, der zweite war scheiße. Der erste war genial, ja, richtig. Und da gab es auch noch einen dritten, ne? Und der war total daneben. Ja. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Ja. Oh, er kommt aber. Oh, doch. Auf 5 Uhr. Sehen kann man noch nichts. Ich habe mit dem Fernglas. Der Hund hat aber wirklich einen Bug. Ja, das macht er regelmäßig. Den Kopf hoch und einmal. Ja, die Schuhe wieder. Und dein Skript muss umgeschrieben werden. Ja. Ich wollte gerne mal so eine Woche in bei Expensive World mal so im Büro sein. Mal gucken, wie das da so. Kannst du ja mal hinfahren und klingeln. Ich glaube nicht, dass sie dich da reinlassen. Meistens sind die Bürotouren sogar mit dem Zahlencode gesichert, wo die reingehen. Ja, ja, klar. Darum musst du ja klingeln. So, ich höre Schritte. Oder ist er schon? Ach Gottchen, da ist er schon. Da war er schon.
Nee, keine Chance. Der ist weg. Der ist weg. Hier auf freiem Feld, ne? Ja. Nichts getan hier. Ja, das Problem ist, da haben wir den nicht gesehen. Der war auch zu schnell. Der war gerade 30 Meter, gerade dass man die Schritte hören konnte. Oh. Ey, Moment! Hinter uns. Hinter uns. Da bleiben wir auch mal hier sitzen, würde ich sagen. Was? Bisschen weiter auf die Spitze. Ja. Werden das mal auf die Spitze treiben hier. Ich nehm zurück. Ich sag da nichts so. Bei dem müsste man hier besser sehen können. Da ist übrigens noch die wunderschöne Brücke. Ja, das da sind wir sogar vorbeigelatscht. Dran vorbeigelaufen. Kann man eben mit Fernglas mal abgelasen. Solche Brücken, solche ähnlichen Brücken gibt es hier auf der ganzen Map so hier und da mal verteilt. Mit das Dach, ist, ohne Dach. Das ist die Brücke am Fluss hier, auf Clint Eastwood. Kennst du den Film? Die Brücke am Fluss? Hat Clint Eastwood Hauptrolle gespielt und auch Regie geführt. Mit dem Fotografen? Mit der Farmerfrau? Gesehen habe ich den, glaube ich, mir sicher schon mal, aber... Ganz toller Film. Filme, die, wo Clint Eastwood Regie führt und sind sowieso. So, wo sind wir denn jetzt so oft gedreht? Gecallt hatten wir, jo. Aber ruhig normal. Gucken, ob wir den jetzt früher zu sich bekommen. Ich glaube, hinlegen brauchen wir uns nicht, ne? Ja, dann siehst du nichts. Das Gas ist ja ziemlich trocken hier. Man könnte es hier eigentlich... Ja, könnte man anzünden, ne? Ich bin nicht Raucher. Ich habe leider kein Streichholz oder Feuerzeug dabei. Du? Nee. Und wenn die Tiere dann durchs Feuer springen, weil sie eingekalt sind, muss man hinterm Feuer warten, genau. Er ist dicht dran. Er musste unten am Fluss, da unten irgendwie Richtung Brücke musste. Geh mal weiter, ein bisschen weiter nach vorne, besser sehen. Ah, ich glaube... Mein Fernglas sieht noch nichts. Da ist er. Er ist jetzt... knapp 50 Meter. In der Richtung. Okay. 95 bis 115 Kilo, 45 bis 140 auf Score. Da also. Ich nehme den mal im Visier mit dem Gewehr. Und wenn ich ihn drin habe, dann werde ich es tun. Yep. Licht. Kein Risiko. Weg. Nix. Ah, die hat so einen Katzenhals im Moment. Trink was. Fisherman's Friends habe ich hier liegen. Ich habe hier schon mal zwei Flaschen Wasser stehen. Hund. Das sieht schon ein bisschen besser aus vom Geweih. Noch nicht so, aber... Ach, der liegt da ja blöd. Hoch? Ja, ich will ihn mal hochheben, genau. Hebe ihn mal eben hoch. Hm.
Komm mal hier, guck du mal, wie wir bei Onkel haben. Nur mal gucken. Ich will gar kein Foto machen, nur das Geweih will ich sehen. Ey. Ah, jetzt liegt er so blöd mit dem Kopf nach hinten. Wie machen die Menschen das immer nur? Ah, so, so ist schön. Der dreht ja komisch mit dem Kopf. Ich halte ihn still und er dreht und dreht und dreht. Ja, das Gewicht, das Geweih ist so schwer. Nee, verwerfen sie nicht schon noch das Bild. Nein. Scheiße. Wie komme ich raus aus der Angelegenheit? Escape. Achso, stimmt. Ja. So. Weiter geht's. Wo sind wir denn jetzt? Noch einen Punkt machen, da müssen wir hin. Ja. Ach, das geht. Wir sind zu. Ja, das geht ja noch. Ja, das hält sich noch in Grenzen. Und? J. So, krieg ich mal gezeigt. Mittlerweile habe ich die Tastaturbelegung im Kopf. Aber, ja, aber so wie du mir das gesagt hast. Hierher und bleib. Oh, die Edelsbrücken, ne? Ja. So einen Scheiß vergisst man nicht. Multi hier zieht. Unsere Richtung. Boah, da werden wir bestimmt gleich noch ein paar mehr sehen. Jo. Oh, da fällt mir ein. Ja. Hat sie Hunter morgen? Oder wieder Donnerstag? Hm? Ich gehe mal davon aus Donnerstag. Ja, die haben ja jeden Donnerstag machen die einen Livestream, die Johanna. 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 Johanna, genau. Kiewel. Kiwi, nicht Kiwi. Hat nichts mit Andrea zu tun. Ist immer ganz interessant, immer mit Einlandsgästen. Letztens war ein Deutscher, Lutz hieß der, glaube ich. Wer ist da denn jetzt abgesprungen noch? Ich habe nichts gehört. Da war doch irgendwie was. Ja, vielleicht war das Maultier-Dings hier, der war ja ein... Ja, so ähnliches war es, ja. Ich glaube, wir gehen mal runter, aber dann verschrecken wir die nicht alle so. Ich bleib nämlich da unten am Ufer. Nur noch was Schwarzes weghüpfen sehen. Machen die das auch, dieses Hüpfen? Das machen doch nur Rehe, ne? Oder können die das auch, dieses Bambi hüpfen? Die machen das auch, ja. Oh. Guck, der war nämlich auch schon pflichtend hier. Oh, war Pity auch flächend, siehst du? Ach, ah, das ist auch egal, weiter geht's.
direkt mal unten am Hochsitz werden wir wohl noch ein paar treffen. In dieser Richtung, ich habe den Mount hier wieder, den wir vorhin verloren haben. In diese Richtung hier. Richtung Straße, geradeaus weiter. Jetzt sagt er wenigstens vorherige Spur wiederentdeckt, also das muss er sein. Aber wie gesagt, wir könnten auch zum Hochsitz gehen und da callen. Ja, lass uns das machen. Das macht Sinn. Da. Denn da ist ja auch dieses Ausrufezeichen da. Ja, genau, lass uns da hingehen. Sehenswürdigkeiten, obwohl eine Sehenswürdigkeit ist das ja normalerweise nicht, aber... Wer voraus? Was? Ich setze einen Punkt drauf, ich sehe nur den Rücken. Hast du gehört? Ja. Da. 25 Meter. Von mir. Er schnaubt. 28 Meter von mir. Hinterm Baum, hinterm Bier. Also ich kann nicht sehen, aber ich sehe die weißen Umrisse, ne? Ich glaube, er dreht sich in meine Richtung. Ich nehme mal die Pistole in der Hand. Und ich stelle mich aufrecht hin. Also ich sehe noch nicht. Alter. Er steht. Wo ist er denn? Welches Blitz oder was? Er kommt auf dich zu. Er steht vor dir. Ich hab ihn im Visier. Da ist er. Wo ist er? Jetzt sehe ich ihn erst. Ja, das ist deiner, ne? Du bist dran. Du, ja, genau. Echt jetzt? Ja, er ist noch da, er kommt wieder. Ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Jetzt muss er dicht vor dir gewesen sein. Hab nicht gesehen, aber... Ja. Ey. Guck, mein Hund hat sich da auch dahin gesetzt. Hier, das war ich, oder was? Jetzt klingelt mein Telefon. Ich glaub's dann nicht. Ja, Kreislauf. Da bestimmt ein Weibchen, siehst du? Die wird nämlich angriffslustiger. Ja. Aber dann machen wir jetzt keinen Trophy-Shot mehr, oder? Nee. 16 auch. Ja, das war ja für diesen Teil wieder ein toller Abschluss. Und ja, das passt, ne? Wie gehabt, ja. Wenn ihr wissen wollt, wie es geht, mein Telefon klingelt nämlich, dann schaut doch bitte den nächsten Teil an. Bis dahin, winke. Jo, tschüss.